Das Projekt der Biermediation gibt es an der SHS Altenmarkt seit 6 Jahren. Und die Begeisterung für diese Möglichkeit der friedlichen Konfliktlösung multipliziert sich mit jedem Jahrgang erfolgreich. Wir zeigen euch heute in diesem Beitrag, wie wir unsere Mediationsarbeit in den einzelnen Klassen vorstellen und wie wir neue Peers anwerben, damit es Nachwuchs gibt, wenn wir die Hauptschule verlassen. Hallo, wir sind die Peer-Mediatoren der Sporthauptschule Altenmarkt. Ich heiße Bernadette. Ich heiße Anna. Ich heiße Christina. Ich heiße Valentin. Ich heiße Johannes. Ich heiße Simon. Ich bin Jabrale. Ich bin die Kypra. Ich heiße Stefan. Ich heiße Sarah. Ich heiße auch Sarah. Ich bin die Nina. Ich bin der Simon. Ich bin die Theresa. Hey, was soll das? Ich vertrag. Jetzt will dich nicht so auf. Ich glaub's doch. Stopp! Für solch einen Fall haben wir an unserer Schule die Peer-Mediatoren. Wisst ihr denn eigentlich, was Peer-Mediatoren sind? Das sind gleichaltrige Schüler, die helfen, einen Streit ohne Lehrer zu schlichten. Wir haben für euch eine Geschichte vorbereitet, die zeigt, wie wir arbeiten. Zwei Schwestern streiten sich um eine Orange. Beide brauchen die Orange ganz dringend. Es ist 8 Uhr am Abend, es ist also nicht möglich, eine zweite Orange zu kaufen, da die Geschäfte bereits geschlossen haben. Keine der Schwestern will nachgeben. Keine will die Orange der anderen überlassen. Ich will die Orange haben. Nein, ich will sie haben. Ihr könnt sie in der Mitte teilen. Das will ich aber nicht. Das kommt nicht in Frage. Welche Möglichkeit haben die beiden? Hat von euch irgendwer eine Idee oder einen Vorschlag? Münze werfen. Es wäre eine Idee, aber dann ist eine glücklich und eine unglücklich. Hat noch jemand eine Idee? Ja? Keiner bekommt die Orange. Es wäre eine Idee, aber dann sind beide unglücklich. Hat sonst noch jemand einen Vorschlag? Ja? Die Ältere bekommt die Orange. Es wäre eine Idee, aber dann ist die Ältere glücklich und die Jüngere unglücklich. Hat noch jemand eine Möglichkeit? Ja? Mama soll entscheiden. Es wäre auch eine Lösung, aber dann ist wieder eine glücklich und eine unglücklich. Ich kann euch die Lösung verraten. Ganz einfach. Sie reden miteinander. Für was brauchst du eigentlich die Orange? Ich möchte mir aus dem Fruchtfleisch gerne einen Saft pressen, denn ich bin verkühlt und brauche die Vitamine. Wofür brauchst du die Orange? Ich möchte meiner Freundin einen Kuchen backen und brauche dafür die Schale, um sie zu reiben. Beide merken, dass jeder einen Teil der Orange bekommt, ohne zu verzichten müssen und die Lösung so einfach ist. Und nun sind beide glücklich. Und genau das machen wir bei einer Peer-Mediation. Wir reden miteinander und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. In der Peer-Mediation ist es wichtig, dass man dieselbe Situation von verschiedenen Seiten her betrachtet. Dazu haben wir jetzt noch ein Beispiel vorbereitet. Was könnt ihr hier erkennen? Ich sehe einen Dreier. Ja, wenn man von vorne drauf schaut, ist das ein Dreier. Was noch? Von links erkennt man ein M. Stimmt. Was noch? Von rechts sieht man ein W. Von oben erkennt man ein E. Und wer hat jetzt recht? Alle. Stimmt, in der Peer-Mediation gibt es viele Betrachtungsweise und alle haben recht. Und so arbeiten wir auch in der Peer-Mediation, indem dass wir alle Situationen von verschiedenen Seiten her betrachten. Nun wollen wir noch die Rolle des Mediators erklären. Wir sind keine Polizisten, die in zum Beispiel Pausen in Konflikten einmischen. Wir sind keine Richter, wir helfen zu beiden. Wir machen keine Lösungsvorschläge, sondern helfen den Streitenden selber, gute und dauerhafte Lösungen zu finden. Die Mediationen finden in einem Mediationsraum statt. Die Gespräche sind freiwillig und vertraulich. Ihr könnt euch ganz leicht anmelden. Die Formulare findet ihr vor dem Konferenzzimmer.
Dann nach dem Ausfüllen werft ihr sie in den Peer-Briefkasten. Die Mediatoren kommen dann zu euch und machen einen passenden Termin aus. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die wir euch zur Peer-Mediation beantworten können? Ja. Wie viele Fälle hast du schon mediert? Also ich persönlich habe schon 6 Fälle mediert und die sind alle sehr positiv ausgegangen. Welche Konflikte wurden von euch mediert? Es wurden schon sehr unterschiedliche Konflikte behandelt, wie zum Beispiel Federpenalstreit, Rauferei, Eifersucht, Belästigung. In der Ausbildung haben wir in Rollenspielen und ein bisschen Theorie gelernt, wie man ein Mediationsgespräch bis zum Ausfüllen des Vertrages führt. Wenn alle zufrieden sind, dann war die Mediation erfolgreich. Belasten euch die Konflikte nach einer Mediation? Normalerweise nicht. Nur in manchen Fällen, wenn es sehr emotional wird, bewegt es uns auch nachher noch sehr. Ich selbst habe es auch schon erlebt, dass in einer Mediation ein Streiter geweint hat. Das hat mich danach auch noch sehr berührt. Warum habt ihr euch für die Ausbildung angemeldet? Weil ich anderen Mitschülern helfen wollte. Weil mein Bruder die Ausbildung schon gemacht hat und sie mir empfohlen hat. Man lernte reden ohne zu streiten und außerdem bekommt man auch ein Zertifikat und eine Beilage zum Abschlusszeugnis der 14. Klasse, das hilft bei einer weiterführenden Schule und bei einer Lehrstelle. Musstet ihr viel Freizeit opfern? Ja, weil es hat sich gelohnt und es war auch witzig. Würdet ihr die Ausbildung noch einmal machen? Ja, auf jeden Fall! Einen großen Teil trägt auch unser Ausbildungsteam, das aus Herr Zauner, Herr Halbert, Frau Zauner, Frau Wohlschlager und Frau Bruckner besteht bei. Wichtig ist auch, dass unsere Beratungslehrerin Frau Anita Steiner-Auer, unsere Direktorin Andrea Scherbel und alle Lehrer und Lehrerinnen an dieser Schule mit uns zusammenarbeiten und uns unterstützen. Wir freuen uns, wenn sich wieder viele anmelden. Es ist eine gute Sache, die wir von unserer Seite empfehlen können. Yes, I